Weil ich schon immer an ihn geglaubt habe. Schon seit meiner Kindheit. Ich bin der Kirche sehr und gerade dem Hamburger Michel sehr verbunden. Ich war 7 Jahre im Kirchenchor und habe 14 Jahre lang der Heiligabend die Weihnachtsgeschichte gelesen. Ich bin da getauft, bin konfirmiert, habe da geheiratet und werde da auch wohl mal beerdigt. Ich bete jeden Tag und bedanke mich jeden Tag für dieses wunderschöne Leben. Ich sündige nie. Ich sündige, wenn, dann jeden Tag, weil ich zu viel trinke und zu viel rauche. Aber ansonsten gebe ich mir sehr viel Mühe, dieses Leben sehr ehrlich und gut zu leben. Nee, überhaupt nicht. Ich bin schlimmer als Helmut Schmidt. Ich rauche im Rathaus, da habe ich dann mein Extrazimmer. Ich rauche im Polizeipräsidium, ich rauche überall. Wenn man, so wie ich, auf St. Pauli groß wird, erst am Hafen, dann die Pubertät auf St. Pauli, dann, und da lebe ich ja immer noch, 43 Jahre schon, dann hat man irgendwann Geruch von dem, hat man genug von dem Geruch von Pisse, Scheiße, Sperma und dann will man auch mal irgendwann mal so frisches Gras und Heu riechen und Blumen blühen sehen, Vögel zwitschern und das ist ein schöner Ausgleich. In der Ritze bei Hanne bin ich früher sehr gern oft und auch des Öfteren abgestürzt. Es gibt so ein paar Lokale, aber ich gehe nicht mehr weg, weil in den meisten Lokalen darf man zwar wieder rauchen, wenn nach einer gewissen Zeit werden dann die Aschenbecher wieder hingestellt, aber das tangiert mich nicht so. Wenn dir im Sommer mal ganz heiß ist, dann nimmst du dir einen schönen Gin Tonic und dann nimmst du dir statt Limone, nimmst du dir grüne Gurke mit, dann schneidest du dir schön die Gurke da rein, nimmst dir ein paar Eiswürfel mit und dann gehst du in den alten Elbtunnel und da ist es richtig schön kalt. Und dann trinkst du dir da einen schönen Gin Tonic mit Gurke im alten Elbtunnel in der Kühle unten und ich glaube, das ist ein schönes, du kannst dann auch ja noch eine Hafenrundfahrt machen, hast du ja sowieso schon mal gemacht und so weiter und so weiter. In dem Sinne, wer raucht, sollte auch weiter rauchen und sich nicht immer irgendwie einengen und zwängen lassen. Ich zünde mir jetzt schön wieder eine an. Wir grüßen alle unsere Zuschauer, die Raucher zu Hause und auch die Nichtraucher. In dem Sinne, gut rauchen.